Hallo und herzlich willkommen zu einem überraschenden Part von Octopus Traveler. Wir hatten noch eine Stunde Zeit und dann habe ich gefragt, hey, was wollen wir spielen, Story of Seasons oder Octopus Traveler? Und man hat sich für Octopus Traveler entschieden. Ja, was machen wir? Wir werden als erstes uns den Dings schnappen, hier Dingsbumskirchen. Unseren Tyrion. Ja, das ist der Pass. Ich würde die eigentlich herausfordern. Aber okay. Ich suche eigentlich das Café, also dieses, die Schenke. Weiß einer, wo die Schenke ist? Da. Reisegeplänke. Ah, frisches Gebäck. Hm, köstlich. Die Kruste ganz knusprig und das Innere ganz weich und mittendrin ein Klacks Erdbeermarmelade. Meine Güte, Hanit, die sind wirklich lecker. Freut mich, dass es euch schmeckt. Dann hat sich die Mühe gelohnt. Moment mal, ihr habt die gebacken? Ihr braucht nicht so überrascht zu schauen. Ich hatte einen Topf mit Hagebutten und Erdbeermarmelade bekommen. Also bat ich den hiesigen Wirt, seinen Ofen benutzen zu dürfen. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht. Ich wünschte mir, ich auch backen zu können. In der Kirche gibt es immer nur Zwieback und Haferbrei. Wenn ihr wollt, kann ich es euch beibringen. Wirklich? Also, das wäre großartig. Wie nennt man dieses spezielle Backwerk? Krapfen. Die sind in meinem Heimatdorf sehr beliebt. Um ehrlich zu sein, ich hätte nie gedacht, dass ihr so eine gute Köchin seid. Warum? Jäger verbringen viele Tage und Nächte in den Wäldern. Also müssen wir wissen, wie man Mahlzeiten zubereitet. Andernfalls müssten wir ja verhungern. Was sein muss, muss sein, hm? Ja, wie mein Professor mal sagte, Hunger ist der beste Koch. Hunger, ja. Trotzdem freut es mich sehr, wenn meine Kochkünste akzeptabel erscheinen. Und wenn ich demnächst wieder etwas erbeute, kann ich ja vielleicht einen Eintopf mit Waldkräutern kochen. Mit Wildrüben als Beilage und Apfelsauce. Und hier, ich glaube, Hanit hat eine neue Berufung gefunden. Ah, das wollte ich aber nicht. Ich wollte eigentlich die Gruppe wechseln. Ich weiß auch nicht, ob ich Tyrion nicht jetzt erstmal drinne lasse. Für die Mission. Weil ich finde es zwar ziemlich cool bei Syvis, dass er die Elemente hat, aber er ist doch im Gegensatz zu den anderen doch ziemlich schwach, muss ich sagen. Und mit Tyrion kann ich dann halt wenigstens sämtliche Kisten öffnen. Was schon ziemlich cool ist. Ne? Okay, der hat keinen Mühlenheller, das ist sehr gut. Was hast du für Probleme? Kommt mir nicht zu nahe, ich meine es ernst. Ich wurde bei einem Handel betrunken und habe jetzt kein bisschen Geld mehr. Daher werde ich mich jetzt von dieser Klippe stürzen. Ich bin es nicht wert, als Händler bezeichnet zu werden. Es ist alles vorbei. Es sei denn, eine einmalige Gelegenheit würde mir in den Schoß fallen. Ich sagte, ihr sollt mir nicht zu nahe kommen. Hä? Schubsen wir ihn jetzt runter? No. Kommt mir nicht zu nahe. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Was sagt ihr da? Eine einmalige Gelegenheit? Das würde ich mir gern anhören. Ach, diese Gelee-Peno-Gemüse wärmt den Magen und vertreibt die Kälte? Die Menschen im eisigen Norden sind geradezu verrückt danach, sagt ihr? Ist das möglich? Wenn ja, dann ist es jetzt der falsche Augenblick, um von der Klippe zu springen. Was hat denn der jetzt? Endlich mal habe ich mal Glück. Ich werde so viele Gelee-Penos kaufen, wie ich bekommen kann. Ich werde alles, was ich noch habe, auf diesen Plan setzen. Ich danke euch. Ja, dann kannst du dich immer noch von der Klippe stürzen, wenn es fehlschlägt. Sind wir mal ehrlich. Ach komm. Der hatte anscheinend doch noch ein bisschen Geld. So schlecht kannst du ihn ja... Ach, wir können davon keine mehr tragen. Nein, nicht provozieren. Ein verborgenes Objekt.
Gleich daneben. Die anregende Pflaumen. Erkundigen. Preisnachlass im Gasthaus. Ja, sehr schön. Warum ist die Herberge günstiger? Den habe ich schon geklaut. Glasmurmel. Drache des Klippenlandes. Sie reist nicht nur, um mit Waren zu handeln, sondern auch um Geschichten aus allen Regionen zu sammeln. Sie hofft bald genug zu haben, um die Kinder des Waisenhauses in ihrer Heimatstadt erfreuen zu dürfen. Oh, sie ist ein weiblicher Gebrüder Grimm hier. Ah, wo glitzert? Ja, auf jeden Fall nicht. Traubenessenz. Noch ein verborgenes Objekt. Irgendwo ist ein Schatz hier in der Nähe. Ich riech das doch. Wo ist es denn? Ich hab's doch glitzern sehen. Bin ich doof? Ich komm da nicht ran. Map. Hier habe ich schon alles. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt auf seine Geschichte. Einfach aus den folgenden Gründen. Er hatte ja sowas wie einen richtigen Rivalen. Hatte er nicht im Gegensatz zu Cybus oder Primrose. Und da bin ich ja mal gespannt. Weil bis jetzt... Glitzert's hier? Nee. War es ja doch eher noch so. Wollen wir sie mal herausfordern? Komm, wir versuchen es. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Oh nein! Ich hätte vielleicht noch so, vielleicht vorher Dings machen sollen. Gott im Himmel! Ah, okay. So. Drei. Victory shall be mine. Der Dings wieder hier bei Dings. Doppelschlag, geht doch. Ich will so diese eine Attacke machen hier. Brandon, schlag mich tot. Ah! Blöde Kuh, aber sie ist schon im gelben Bereich. Also es ist schon vollkommen in Ordnung. Ich müsste aber vielleicht mal Pflaumen einwerfen. Jetzt lass doch mal den armen Mann in Ruhe. Ah, pü. So, jetzt kriegen wir sie im roten Bereich, weil jetzt habe ich ja wieder hier so voll Maxi. Und jetzt mit Schmack ist mein Freund. 11.000! Wo kamen die denn her? 11.000! Die hat ja gar keine Chance gehabt. Ich dachte, die wäre voll stark, weil die da so viele Dings hatte. Ach, hier ist noch. Abgetragene Stiefel, okay. Den habe ich beklaut, den habe ich beklaut, ne? Du hast noch. Vor mehr als 10 Jahren hat mich mein Sohn nach einem Streit im Groll verlassen. Sagte, er wollte ein Ritter werden. Stellt euch das vor. Natürlich habe ich ihm gesagt, was ich davon halte. Ich sagte ihm auch, dass er ein feiger Esel sei, der es sowieso zu nichts bringen würde. Ach, und dann wunderst du dich, dass er weggegangen ist. Um ehrlich zu sein, bedauere ich das jetzt. Es war falsch und ich möchte nur noch, dass mein Sohn wieder nach Hause kommt.
Aber der richtige Zeitpunkt dafür ist wohl verstrichen. Und jetzt muss ich die Suppe, die ich mir eingebrockt habe, auch selbst auslöffeln. Der missrat nur so. Heißt das, ich muss den jetzt finden und dann einen drüber boxen? Wie oder was? Ich liebe es, die Leute zu beklauen. Es ist so traurig, aber ich finde es einfach, das ist eines der besten Sachen hier in diesem Spiel. Ein verborgenes Objekt. Hey, ich bin Kaya, das Mädchen mit dem Drachenei. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Ich bin in dieses Dorf gekommen, um nach Lavastein zu suchen, damit ich das Ei ausbrüten kann. Nur das Drachenei wurde mir gestohlen. Der Dieb sagt, ich soll ihn in der Höhle außerhalb des Dorfes aufsuchen, wenn ich es zurückhaben will. Das klingt nicht gerade sicher, oder? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Ja, ich gehe da jetzt nicht hin. Träum mal weiter, Mädchen. Anregende Pflaumen. Ich meine, ich mache jetzt nicht, doch nicht die Nebenquest hier. Wie viel hatte die andere? Ach, kriegen wir hin. Zu den Waffen! Wir verhauen jetzt eine alte Oma! Ist auch überhaupt nicht gemein, ne? Okay. Die Oma, die macht aber Schaden. Tja, Oma, zu langsam würde ich mal sagen. Hau nochmal drauf. Die Oma erholt sich aber auch massiv schnell wieder, ne? Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen tun täte, dass die Oma sich so schnell erholt. Alter, du kannst Doppelschlag und dann machst du sowas. Ja, da muss er damit leben. Ach, da macht er wieder Doppelschlag. Da, wo es eigentlich voll Unsinn ist. ...9600 und weg mit der. Ey, der ist so ein Biest, Alter. Der ist nur ein richtiges Biest. Ein zünftiger Kampf. Ich danke dir. Ey, der hat deine Frau verhauen. Haben wir noch ein Objekt? Ach, da. So, ich überlege gerade, wollen wir. Komm, wir gehen mit Tyrion, ne? Das ist schon. Schon, glaube ich, besser. Gnadenkraut. Erhöht die Genauigkeit massiv. Hier. Yeah. Du so ein Blindfisch bist? Nee, komm, dann das machen wir gleich. Dann gehen wir schlafen und dann fangen wir mit der Story an. Dann sind wir nämlich voll geheilt und dann geht das ab. Und wir sind alle in dem 50er-Bereich, dann ist das, glaube ich, schon ganz gut. Und dann bin ich ja mal gespannt auf die Geschichte.
Verkaufen. Glasmurmel. Ich merke schon, ihr wart mir echt eine große Hilfe hier. Ah, links ist das. Von Onkels habe ich anscheinend sehr viel. Das Monsterparfüm. Wozu brauche ich denn das Monsterparfüm, Alter? Schreikraut. Senkt die physische und elementare Verteidigung als für 5 Runden. Das ist so dumm. Turmschild kann weg. Feuerelement. Ja, komm, alles verkaufen. Die haben eigentlich ihre Amulette. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht dran. Natürlich kann man die wahrscheinlich noch immer besser boosten, aber besser geht's immer. Und, was soll's. Dann fangen wir mal mit der Geschichte an, würde ich mal sagen, ne? Die Geschichte lauschen. Ich werde voll traurig sein, wenn es nicht mehr gibt. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde verdaddelt hier, einfach nur wegen rumlaufen. Was bisher geschah? In Heiligenbrück nutzte Alfin seine Talente, um einen Dieb namens Miguel zu retten. Ein Mann, der, sobald er wieder auf den Beinen war, einen unschuldigen Jungen entführt und verletzte. War es falsch, dass er glaubte, was er glaubte? Hatte Ogen die ganze Zeit recht, überrecht? Sind manche Leben wirklich der Rettung nicht wert? Alfin sah zum Himmel auf. Sag mir, was hättest du getan? Aber darauf gab es keine Antworten. Und so, mit Selbstzweifel im Herzen, kam Alfin in der Stadt Erzquell an. Jetzt bin ich aber gespannt, ob er denn sowas wie einen Endboss kriegt. Ich bin schon so weit gegangen und trotzdem habe ich das Gefühl, nur weitere Fragen anstatt Antworten gefunden zu haben. Noch immer kein Zeichen für mich, hm? Ich reiß mich besser zusammen, bevor mich ein falscher Schritt noch abstürzen lässt. Hallöchen! Warum so bedrückt? Das auch. Oh, wehe mir. Meine arme Frau und meine armen Kinder leiden an einer schrecklichen Krankheit. Sowas nennt man Hunger. Und das ist keine Krankheit. Warum hat die Seuche nur unser armes Dorf heimgesucht? Haben wir nicht schon genug gelitten? Dieser Beutel, ihr seid doch nicht zufällig ein Apotheker. Ah, ich bin tatsächlich wegen der Seuche hier. Oh, weia. Ihr seid also gekommen, um zu helfen? Wenigstens mal meinen die Götter es gut mit uns. Let's go. Dafür sind wir Apotheker doch da. Und jetzt bring mich zu meinem Patienten. Auf. Oh, vielen Dank. Bitte folgt mir. Auf, sprach der Fuchs zum Hasen. Verzeiht, falls ihr mir das nur einbildet, mein Freund. Aber stimmt irgendwas nicht? Ich weiß nicht. Ihr seht selbst sehr bedrückt aus. Ach, es ist nichts. Es ist nichts. Überhaupt nichts. Wir sollten uns lieber beeilen. Reicht doch auf, sprach der Fuchs zum Hasen. Mist, ich muss mich bedeckter halten. Alter, du bist auch nur ein Mensch. Auf jeden Fall gibt es Arbeit für mich. Da freut er sich noch. Oh mein Gott, wie viele da rumliegen. Alle tot?
Du liebe Güte, sieh sich das einer an. I'm coming in. Ich komme schon. Noch so ein blöder Apotheker. Ach nee, das ist der... Das ist der Dingsbums. Warte, das ist doch... Excuse me. Bevor ich mit der Behandlung beginne, muss ich noch ein paar Dinge über euch wissen. Wart ihr ein aufrechter Mensch? Das sollte reichen. Verzeiht, dass ich so neugierig sein musste. Dann wollen wir mal sehen, was ich gegen diesen Husten unternehmen kann. Oh, vielen Dank, Herr, The name's Ogun. Ogun ist mein Name. Ich bin ein reisender Apotheker. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass hier im Dorf einiges im Argen liegt. Und deshalb bin ich hier. Oh. Nicht nur einer, sondern gleich zwei Apotheker sind in unser bescheidenes Dorf gekommen. Vielleicht leuchtet die Flamme jetzt heller für uns. Wie können wir das je wieder gut machen? I'll be on my way. Nicht der Rede wert. Forgive me. Verzeihung. Hast du gestorben? Wow. Ich dachte, du hättest eine ruhige Hand, alter Mann. Howdy. Wir treffen uns ständig, hm? You. Du schon wieder. Und da dachte ich, du hättest aufgegeben und seist heimgekehrt. Aber offenbar bist du aus einem anderen Holz geschnitzt. Ha, und ob ich das bin. Wenn mir meine Medizin genommen und mein Ehrgeiz zerstört würde, hätte ich nichts mehr außer die Liebe zu gutem Wein. Wenn du das sagst. Mind if we shoot the breeze? Wie auch immer, angesichts zu vieler Patienten ist es gut, dass du hier bist. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir vier Hände schaffen mehr als zwei, oder? I think not. Nein, ich arbeite immer alleine. So ein Egoist, wie ich sowas hasse. Oh, woher wusste ich nur, dass du das sagen würdest? Aber wie du willst, dann mache ich das auch so. Ach, ihr seid doch ein paar Volldeppen. Als würde das was bringen, wenn ihr alle alleine arbeiten würdet. Puh, das sollten alle gewesen sein. Ich bin ganz schön durstig. Sollte ich einen Blick ins Wirtshaus werfen? Wir sehen uns, Ogun. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Hm. Der tötet jetzt unsere Patienten. Der Junge hat euch doch gerade eine Medizin gegeben, nicht wahr? Und ob er das hat? Oh, der Flamme sei Dank. Let me see it. Bitte lasst mich nur einen kurzen Blick darauf werfen. Mein Gott. Zum Wirtshaus gehen. Der tötet jetzt unsere Patienten oder so. Ein Krug von eurem Stärksten. Wie bezahlt er den überhaupt? Er nimmt doch kein Geld. How are you? Nagt etwas an euch, mein Freund? Es ist so offensichtlich, ja. Well. Es steht euch quasi ins Gesicht geschrieben. Sorry about that. Ach, es ist nichts. Nur eine verlorene Liebe. Eine, die schon langsam verblasst. Wenn ihr mich verführen wollt, müsst ihr euch schon was anderes einfallen lassen. Wow. Was? Wo ist sie denn hin? Du bist ein schlechter Lügner. Bitte was? Hm. Ich bin wohl nicht der Einzige, der jetzt einen guten Schluck nötig hat, langer Tag. Ich meine es ernst. Wer zu oft lügt und sei es noch so geringfügig, verliert die Wahrheit aus den Augen. You don't say. Das werde ich mir merken. Ich habe mir die Medizin angesehen, die du den Dorfbewohnern gegeben hast. Schlampige Arbeit, als ob du nicht mit den Herzen bei der Sache warst. Oh? Denen geht aber auch gar nichts, was? Die ganze Zeit habe ich gegrübelt. Für wen oder was stelle ich eigentlich Medizin her? Warum bin ich überhaupt Apotheker geworden? Und ich weiß es einfach nicht. Ich kann keine Antwort finden. Ah.
Das geht mir genauso und ich wette, dass ich schon viel länger auf der Suche bin. Was du nicht sagst. Kommt mir das nur so vor oder zittern deine Hände? Ich denke, du hast so tief ins Glas geschaut. Wir sind beide erschöpft. Klare Sache, schlaf dich mal aus. Es gibt keine Antworten, nicht für mich. Was ist da los? Hey, yo. Alvin! Alvin! Was ist los? Wer bist denn du? Oh? Hallo, was kann ich für euch tun? Well. Mein Fieber, es wird stündlich schlimmer. Oh. Ugun hat sich um euch gekümmert, richtig? Könnte er sich bei der Dosierung vertan haben? Aber den Göttern, also, Herr Ogun ist ein 1000-mal besserer Apotheker, als ihr es je sein werdet. The hells? Also, wenn ihr Ogun so gottverdammt toll findet. Das war nur ein Scherz. Bitte, Herr, bitte helft mir. Herr Ogun wirkt zu schwach, um ihn um Hilfe zu bitten. What? Zu schwach? Naja, allein heute hat er seine Arbeitsutensilien bestimmt 20 Mal fallen lassen. Später hat er sich schrecklich was zusammengehustet und dann ist er einfach weggegangen. Das klingt nicht gut. Andererseits ist es natürlich kein Wunder, dass er nach so vielen Behandlungen einfach erschöpft ist. Ich raff das noch nicht, wohin das gehen soll. Ah, oh, wir müssen bestimmt gegen ein Monster kämpfen und dann heilen wir den wahrscheinlich. Melissa, vergib mir. Was ist los? Oh. Immer dieser selbe Albtraum. Keine Müdigkeit vorschützen. Meine Patienten warten. Ich sollte mich in der Stadt umsehen, ob noch jemand meine Hilfe braucht. Im Dorf umsehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin und dann dahin und dann war es da schon wieder. Hm, ist das Augen? Ihr habt mein Leben gerettet, Reisender. Wie kann ich das hier wieder gut machen? Ich mache nur meine Arbeit und ich bin auch schon wieder unterwegs. Hey, feeling alright? Hallöchen, Ung. Du schon wieder. What's the matter? Was höre ich denn da? Du lässt deine Utensilien fallen und hustest deine Patienten an? Sagt wohl, bist du nicht gerade was? Warst du doch auch nicht zu mir. What's the matter? Was ist los mit dir? Schlimmer Dünnpfiff? Alter, das haben die echt so in das Spiel eingebaut. Ach komm. Das haben die doch nicht wirklich so übersetzt. Afraid the answer is no. Selbst wenn es so wäre, ging es dich nichts an. Schlimmer Dünnpfiff? Come on now. Darf ich das eigentlich denn bei YouTube in den Titel schreiben? So... Schlimmer Dünnpfiff? Ja, ja, ich wusste es, dass du das sagen würdest. Wie wäre es, wenn ich dich mal kurz untersuche? That'll do. Nichts dergleichen wirst du tun. Komm schon, alter Mann. Ob du es glaubst oder nicht, ich mache mir Sorgen um dich. Das ist sehr nett von dir, aber völlig unnötig. Ich kenne meinen Körper so gut wie... He gets. Möge die Flamme mich holen. Ich werde dich untersuchen, ob es dir gefällt oder nicht. Nimm deine verdammten Finger von mir. Eine Untersuchung durch dich sagt mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Du sagst, du wüsstest, dass du bald Blut husten würdest. Hm?
Du bist todkrank und ich wäre ein armseliger Apotheker, wenn ich dich unbehandelt gehen lassen würde. Also sei ein vernünftiger Patient, hörst du? Ach komm, die Ärzte? Ich glaube, Ärzte sind selbst die schlimmsten Patienten für andere Ärzte. Ich glaube, wenn ich Arzt wäre oder Apotheker, ich würde keinen Arzt als Patient haben wollen. Also los, dann behandle mich, wenn du kannst. Du vertraust mir immer noch nicht, du blöder Hammel. Wie funktioniert das eigentlich? Der steht doch nur, sitzt doch nur daneben. Verdammt nochmal. Was passiert? Dein Körper ist ja völlig am Ende. Aber was in Gottes Namen ist das für ein schreckliches lila Ausschlag? Es ist ein verdammtes Wunder, dass du überhaupt noch stehen kannst. Wie konntest du nur zulassen, dass es so weit kommt? Ich weiß es nicht, wir werden es herausfinden. Kapierst du nicht? Wenn das nicht behandelt wird, musst du sterben. Ich weiß, besser als du möchte ich hinzufügen. Warum also? Ich habe dir nichts zu sagen. Und selbst wenn ich es täte, was würdest du ändern können? Gar nichts. Lass mich in Ruhe, Alfin. Es ist für uns beide das Beste. Also jetzt würde ich ohne Witz, ich würde glaube ich einen Knüppel nehmen, ihm einen über den Schädel ziehen, einfach irgendwo hinlegen, ihn zwangsbehandeln. Wenn ich ihn dafür auch noch fesseln müsste, wäre seine eigene Schuld. Und ab geht die Post. Lass ihn doch einfach zusammenbrechen. Irgendjemand hier muss etwas über Ogen wissen. Ich frage mich allerdings, warum? Ins Gesicht dieses Mannes stand vollkommene Hoffnungslosigkeit geschrieben. Sieht er keinen Grund mehr zu leben? Haben ihn die Sünden seiner Vergangenheit übermannt? Wie auch immer, er ein Narr ist, wer des Lebens überdrüssig geworden ist. Ganz genau. Wir sollten allerdings versuchen, seine Gründe dafür herauszufinden. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, dann zögert nicht, mich zu fragen. Das werde ich nicht. Ihr seid ein guter Gesprächspartner, wenn mir etwas auf der Seele liegt und ich nicht weiter weiß. Wann immer ihr ein offenes Ohr braucht, sagt einfach Bescheid. Danke, Olbrich. Es tut gut, euch in der Nähe zu wissen. Ich kann das nicht auf sich beruhen lassen. Immerhin hat dieser Mann... was? Ich spreche in meiner Gegenwart, aber jetzt nicht von mir. Ich habe keinen Appetit. Orgens gemurmelt. Orgen hat den Namen Melissa gemurmelt. Vielleicht kann ich den alten Mann so zum Reden bewegen. Wo ist denn der alte Sack? Melissa, verdammt. Woher kennst du diesen Namen? Ich hab dir doch erzählt, warum ich mich entschied, mir meinen Patienten selbst auszusuchen, oder? Du sagtest, du hättest deine geliebte Frau verloren. Dass sie kaltblütig ermordet wurde von einem Mann, den du gerettet hast. Hi. Ja, aber die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Danach brach ich zu einer Reise auf. Ich hatte keine Hoffnung, keine Sehnsüchte. Ich wollte einfach anderen nur irgendwie helfen. Alles, um Melissa stolz zu machen. Aber es sollte nicht sein. Eines Tages erreichte ich ein Dorf und dort fand ich ihn. Ja, den Mann, der meine Melissa ermordet hatte. Er hatte eine Familie, eine Frau, einen Jungen von 5 Jahren. Als ich sie so gemeinsam sah, fröhlich und lachend, zerbrach in mir etwas. Voll die heftige Geschichte. Als der Mann dann alleine war, schlich ich mich an. Und ließ ihn im selben Zustand zurück, in dem ich meine Frau vorgefunden hatte. Das ist hart. Das ist nicht dein... Es war ein seltsames Gefühl, sein Leben zu retten. Hatte Tage gedauert. Es zu beenden, nur einen Augenblick.
Wie flüchtig und zerbrechlich das menschliche Leben doch ist. Ich floh aus der Stadt so schnell und weit ich konnte und setzte meine Reise fort, als sei nichts passiert. Was für eine Maskerade, oder? Niemand hatte nur eine Ahnung, dass ihr Lebensretter zugleich ein Mörder war. Ich kann Gedanken nicht ertragen, der Familie des Mannes so viel Schmerz und Leid zugefügt zu haben. Jeden Tag frage ich mich, welches Recht habe ich, mit diesen blutverschmierten Händen Gott zu spielen? Immer wieder habe ich dran gedacht, mein Leben zu beenden, aber ich konnte es nicht. Wie viele Jahre sind seither vergangen? Bei meinen Reisen kreuz und quer durch das Land habe ich mich unzähligen Seuchen und Plagen ausgesetzt und mich dabei unbemerkt zugrunde gerichtet. Keine Gedanken habe ich daran verschwendet, mich selbst zu heilen. Ich bin ein Mörder, ein Sünder. Mein Leben ist es nicht wert, gerettet zu werden. Verstehst du jetzt, Alfin? Das ist die Antwort, die ich gefunden habe. Ich bin ein wenig müde. Bitte lass mich etwas ausruhen. Ja, aber wie geht's denn jetzt weiter? Wann kommt denn der Boss? Das ist der Big Boss. That stubborn bastard. Ain't there nothing in here that'll help at a time like this? Oh, what a mess. Been too busy to clean it out all this time. Hogan is determined to die. That's the answer he's come to. After a long and harrowing journey. What right do I have to think I know better? Besides, what could I do for him anyhow? I barely managed to get by as it is. How do I even go about fixing a busted soul? I'm just one man. One small, insignificant man. Damn it all. To my dear friend Alfin. When you find this letter, no doubt you'll be off in some far-flung village somewhere. I was more than happy to urge you on in your journey, but truth be told, I was just a bit worried about you. Worried that along the way, you'd find someone and take on all their pain and suffering as your own. You've always had a sensitive streak, after all. But, should you ever find yourself losing the courage of your convictions, remember what we learned together. Ist ja schon eigentlich ziemlich passend, dass der Brief zur rechten Zeit kommt, ne? Flashback! Seth, you're back! That I am, Nina. Is something the matter? Das ist so schön. Nothing you need worry yourself about. Aber ich will jetzt endlich mal den Bosskampf machen. Ah, ohne Witz, ich will endlich den Bosskampf machen. I've always admired your selflessness. In helping others, you think nothing of yourself. In that sense, you're the best apothecary and the best friend anyone could ask for. You have nothing to worry about, nothing to fear. So go out there, Alf, and do what you feel is right. With your heart at ease and your head held high. P.S. This is far too embarrassing to say in person, so I'll just hide this letter underneath all your stuff. Er wäre wahrscheinlich beinahe weggeflogen. Just reading that,
My face is as red as a beet. Oh. Thanks, buddy. I really got myself worked up over nothing, didn't I? I know what I need to do. And gods be damned if anyone will keep me from doing it. Ain't that right, Zeph? I'll show everyone what I believe in. Including you. Wherever you are. Das ist so schön. So, gehen wir denn jetzt heilen? You too, Logan. Just you wait. Heilen wir ihn jetzt? Well, I'll be damned. Nun, wie sehe, geht es euch besser? Hm? Ja, deutlich besser. Eine ganze Zeit habt ihr schon ausgesehen wie eine Trockenpflaume. Ist das wahr? Ich denke, das liegt an der Aufmunterung durch einen alten Freund. Ein alter Freund? Ja, ich fand einen Brief versteckt in meinem Beutel. Wir kennen uns schon so viele Jahre. Man sollte meinen, er hätte mir das alles einfach ins Gesicht sagen können. Trotzdem tut es gut, einen Freund zu haben, auf den man zählen kann, hm? Ha, da habt ihr völlig recht. Würdet ihr diesem Freund immer vertrauen, egal was? Das würde ich, verdammt nochmal. Selbst wenn er euch verraten würde? Ja, denn wenn er mich verraten würde, dann nur deshalb, weil er keine andere Wahl hätte. Zum Beispiel, wenn ich seine kleine Schwester unter Tränen anflehen würde. Oder etwas in der Art. Jeder macht mal Fehler. Es ist sinnlos, deshalb gleich eine ganze Freundschaft wegzuwerfen. Ha, ihr seid ein besserer Mann, als ich gedacht habe. Was soll ich jetzt ins Gasthaus? Sorry, old man. I'm here, whether you like it or not. Elfin, how many times must I say it? Just leave me here and go on your way. Oh, enough. Huh? Quit your belly aching and lie down before I have to knock you over. Jetzt zieht aber Elfin andere Seiten auf hier. What in the God's name are you? So you're a stinking murderer. A sinner, huh? Great. Like I give a damn. It ain't my job to choose who lives and who dies. I ain't no God. If it's in my power to help a body, I'll be damned if that ain't what I'm gonna do. That's why I became an apothecary. That's what I believe in. That should keep you breathing for now. Just what do you plan to do next? Ain't it obvious? I'm gonna fix you. And not just your body. All of you. I'm gonna whip up an elixir that'll have you feeling like a new man. Just you wait, Hogan. Fix me? Don't make me laugh. Endlich geht's los. Endlich kommen wir der Sache näher. Tja, ich bin da rausgerannt, als hätte ich einen konkreten Plan. Dabei habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, was ich jetzt tun soll. Diese Symptome habe ich noch nie gesehen. Should you ever find yourself losing the courage of your convictions? Remember what we learned together. Wo ich so darüber nachdenke. Einmal, als Seth und ich gemeinsam lernten. Flashback! Nicht Flashback? Vielleicht doch Flashback. Flashback! Elfin. Erinnerst du dich noch an dein Leiden in deiner Jugend? Das Leiden, durch das du fast gestorben wärst? Langsam aber stetig wurde dein Körper immer steifer, bis du nicht mal mehr einen Löffel halten konntest. Und all diese schrecklichen lila Flecken, ich konnte es kaum ertragen, dich anzusehen.
Ich habe versucht, das Elixier nachzubauen, das dich geheilt hat, aber ohne Erfolg. Dieser reisende Apotheker war schon etwas Besonderes. Ah, zu schade, dass wir damals nicht daran gedacht haben, ihn nach dem Rezept zu fragen. Das waren schöne Zeiten, Seth. So viel zur Erinnerung. Augenblick mal. Konnte keinen Löffel halten? Hat Augen nicht? Und lila Flecken? Nein, das kann doch nicht sein, oder doch? Aber wenn Augen dieselbe Krankheit hat wie ich damals, dann heißt das, dass es ein Heilmittel gibt. Dasselbe Heilmittel, das mir damals das Leben gerettet hat. Ach, denk nach, Alvin, denk nach. Wie hat er die Medizin hergestellt? Ach, wem will ich was vormachen? Bis gerade eben konnte ich mich nicht mal an meine Symptome erinnern. Verdammt nochmal, es muss irgendwo hier drin sein. Denk nach. Das ist wie bei Winnie Pooh immer, wenn er so gesagt hat, denk, 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 denk. Und sie so mit der Pfote, so mit der Hand so gegen die Pfote und dann so denk, 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 denk. Great. So, ich denke, das sollte es sein. Du bist ein Glückskind, Alvin. Die Krankheit hatte dich schon fest im Griff. Du hattest bestenfalls noch ein oder zwei Tage. Zum Glück kam ich zufällig mit dem richtigen Heilmittel vorbei. Das Schicksal geht schon seltsame Wege. Wie lange habe ich gebraucht, um dieses Elixier herzustellen, und zwar aus Zutaten, die ich vielleicht nie wiederfinden werde? Um ehrlich zu sein, war es für jemand anderen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wenn es sein Leben retten kann, dann hat es seinen Zweck mehr als gedient. Schlaf gut, Junge, morgen wirst du dich besser fühlen. Ja, aber jetzt wissen wir die Zutaten ja immer noch nicht. Ach, krass! Ein reisender Apotheker, so sagt er doch. Er reist um die Welt und hilft. Alter 24, der sah eben gerade ein bisschen älter aus. Die krank oder verletzt sind, so wie ich. Ach, ich finde, ich könnte es da auch an den Test tun. Ja klar, so einfach funktioniert das. Hm, wie bitte? Was in dem Trank steckt, möchtest du wissen? Ah, es war kein Scherz, als du meintest, dass du Apotheker werden möchtest, nicht wahr? Nun gut, wer bin ich schon, dass ich mich einem so neugierigen jungen Verstand verweigern könnte? Das Elixier wird aus der Feder eines Ogeradlers hergestellt, ein furchterregendes Tier, dessen riesige Flügel sogar die Sonne verdecken können. Sie verletzen den Himmel über den Ruby-Forst, nicht weit von den Dörfchen namens Erzköll, in Angst und Schrecken. Aha! Okay. Es wäre ratsam für einen Jungen wie dich, einen großen Bogen um diesen Ort zu machen, um nicht von seinen Krallen ergriffen zu werden und in den Wolken zu verschwinden. Aha, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal kann ich mich erinnern. Ich brauche also lediglich die Feder eines Ogeradlers. Und soll die Flamme mich holen, wenn der Ruby-Forst nicht gleich vor der Stadt liegt. Ihr habt mich schon wieder gerettet, Fremder. Let's go. Haltet euch, Ogen. Ogen. Okay, ich meine, er fliegt. Das heißt, King Dings. Also seid ihr in diesem Mann etwas schuldig? Ja, er ist der Grund, warum ich Apotheker geworden bin. Ich verstehe. Also ist er gleichzeitig auch euer Meister. Ihr habt auch einen Meister, oder? Was bedeutet er für euch? Nun, er hat mich wie ein Vater aufgezogen und er ist der Jäger, der ich gerne wäre. Oh, ein Vorbild, ja. Das ist mein Meister für mich auch. Ich denke, wenn wir beide nur hart genug arbeiten, können wir eines Tages sogar besser werden als unsere Meister. Besser? Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas überhaupt möglich ist. Warum nicht? Wenn ihr schon versucht, so gut wie ein anderer zu sein, könnt ihr ebenso gut versuchen, besser zu sein als er.
Dann könnt ihr ihm voller Stolz unter die Augen treten und sagen, der Lehrling ist jetzt zum Meister geworden und das hat er euch zu verdanken. Nicht übel, oder? In der Tat, das sind weise Worte. Also lasst uns unsere Ziele gemeinsam verfolgen. Das ist die richtige Einstellung. Yeah. So, jetzt hier lang. Fahrt zum Rubenforst. Ja klar, das ist die Kiste. Abspeichern. Boah, das wäre jetzt so schön, wenn der Rubenforst einfach gleich schon in der Nähe wäre und ich jetzt hier nicht noch 10.000 Mal kämpfen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das will. Pfui, Teufel. Spinne. Spinne. Defensiv verwirrt. Ich weiß nicht, ob ich so Spinnen so geil finde. Ich ekel mich ja massiv vor Spinnen. Wow. Was sagen wir denn zu den Kriegerfähigkeiten? Aha, das ist jetzt auch noch gebracht. Wow. Ich liebe es, wenn sie das macht. Ja, das nicht. Was sagt denn das? Eine Wolfsstimme, okay. Oh! Wow! Komm mal klar auf dein Leben. Okay. Nein! Oh fuck, bin ich dumm? Oh scheiße! Ich hab den falschen! Hier ist eine verdammte Fliege drin. Du solltest doch heilen, du Feige. So, die Spinne ist schon mal weg. Schmeiß das. Ich hab wieder schwach. Wow. Das war jetzt echt hart. Tyrion musste ganz schön einstecken. Jung. Ach, eine Kiste. Einmal. Das ist jetzt meine Ruhe. Da noch so einen Angriff überleben. Dann machst du noch mal so ein Holzding. Okay, das hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Ja, komm, mach einen Angriff und dann.
Der macht auch nur Eisangriffe. Ich komme auch dazu, nicht die ganze Rasselbande hier zu heilen. Wenigstens hat Alfin sehr viel FP. 20.000. Sehr nice. Ja. Ach nein! Auf euch habe ich keine Lust. Ihr seid doof. Habe ich beschlossen. Ihr seid doof. Das ist die Kiste. Energiegranatapfel. Ach, komm schon! Muss das denn sein? Tut das tot. Ich meine, ich bin so schon überlevelt. Alfin ist ja schon 5 Level weiter. Oh. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal in den Wald. Gefahrenstufe 45. Ruby Forst. Ah, da hinten ist noch. Innenstein. Kann ich alles gebrauchen? Was gibt's denn hier so Cooles? Ich finde den Hirsch ziemlich geil. Das Teufelsreh. Moment, ich muss das ganz kurz abfotografieren. Entschuldigung. Nee, Quatsch, das geht doch so. Oh nein, das geht da nicht. Moment, speichern unter dem PC. Entschuldigung, ich muss das, musste das Teufelsreh jetzt, mal ganz kurz ausschneiden. Es ist so geil! Wie cool ist das denn? Here we go. Ach, jetzt nervt nicht ab da hinten. Dankeschön. Wow, das Teufelsreh haut aber ganz schön drauf hier. Das Teufelsreh. Ich komme da gerade nicht so drauf klar, Entschuldigung. Es hält aber nicht so viel, wie ich mir das eigentlich gehofft habe. Ja, Riesenadler, die halten ja schon ein bisschen mehr aus. 50-50. Mächtiger Ausfall, aber nur 6. Hat auch nur 6. Wow! Rexy. Das schon mal. Er macht mehr heilen. Weil wir ja doch schon einiges abgekriegt haben. Komm schon, so viel hat das Teufelsreh nicht mehr. Amputation! Hat's nicht überlebt. Ja, gucken wir mal, dass wir jetzt bitte immer den einen angreifen.
Aber dass die Adler nur schwach sind gegen Speere, ne? Ist schon ein bisschen arg süß. Ja, Alfin kann ja gleich mal heilen. So, dann pieksen wir den noch an, damit der jetzt nicht unbedingt so abnervt. Apotheker, erste Hilfe. Die anderen können nämlich noch ein bisschen. Man muss ja auch nicht gleich alles immer komplett heilen. Ich habe voll den Falschen eingegriffen. Warum nehmen wir nicht erstmal den, der schon rot ist? Wäre doch wesentlich einfacher. Amputation! Der macht mit seiner Amputation so riesigen Schaden. Fokus. Dass es schon echt nicht mehr wahr ist, ne? Der macht so heftigen Schaden mit seinem Ding. Und die Frage ist, wo muss ich lang? Das ist immer so heftig. Okay. Zwei Teufelsrehe. Okay, wenn wir sie in einem Moment der Unachtsamkeit überrascht haben, können wir doch bestimmt auch besser fliehen. Ich weiß nicht, wo lang. Das ist halt immer so tricky hier bei diesen ganzen Maps. Man sieht nicht, wo man wirklich langlaufen muss. Okay, das heißt, wir kommen der ganzen Sache schon mal ein bisschen näher. Da hinten kann man speichern. Was? Ich bin verarscht worden. Oh, Scheiß auf die Schlangen! Okay, wir haben schon mal eine Sache gegen diesen Dings jetzt. Wieso habe ich das Gefühl, dass die Axt gegen Schlangen ziemlich gut ist? Okay, das schon mal nicht. Ich will nur wissen, was er kann. Blendende Klaue. Hat 7. Okay. Das ist nicht. Okay, also es müssen immer zwei erstmal die Schlangen nebenbei wegmachen und dann kümmern wir uns hier um. Wow! Du? Der zweite ist nämlich abgehauen. Bevor die wieder dran ist? Und jetzt kannst du. Dann hast du den Bruch. Du heilst nochmal. Weil ich hätte doch schon ein bisschen besser auf die Dings. Was sagen wir denn dazu? Ah, er ist auch dagegen schwach. Das ist sehr schön. Ich hab sogar den einen vergiftet.
Du bist eher ein kleines Trixi. Also er muss schon ziemlich heftig heilen hier gerade. Jetzt verkack's nicht. Da ist der Bro. Ich würde ganz gern diesen Manticore einfangen. Ich möchte, dass ihr alle bitte ganz gerne kurz auf den hier draufprescht. Und so gucken, ob... 29 nur? Verdammt! Ich wollte eigentlich den Manticore haben. Du machst mal erste Hilfe auf dich selber. Dann geht das nämlich. Ja, dann komm, mach die Schlange weg, ey. Das musst du auch nicht mehr haben. Aber bei sowas wäre halt auch Cyrus immer ganz cool, weil er ja dann zeigen kann, okay, die sind gegen das und das schwach und so. Und dann ist es auf jeden Fall schon cooler, die Information zu haben. Also da war ich? Nee. Doch, da war ich oben. Heilung. Inventar, anringende Pflaumen. Dann heilen wir nochmal. Und dann gehen wir hier lang. Also so gesehen führen alle Wege irgendwie zum Ziel, aber das ist halt immer so schlimm mit Gucken, ehrlich gesagt. Anregende Pflaumen, dann können wir den da oben die Kiste noch holen. Jetzt können wir uns die Kiste noch echt holen. Okay. Das sieht ziemlich so aus, als würde es da hinten nämlich weitergehen. Findest du? Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt immer so wichtig ist, alle Truhen mitzunehmen. Wahrscheinlich ist da ziemlich cooler Stuff drin, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ich bin echt zu faul, alle zu holen. Tut mir leid. Es sind hier so 10.000 Sachen. Die kennen wir ja schon. Ich bin so gespannt halt auf den Endboss jetzt. Also wir müssen ja so gesehen immer weiter hoch wahrscheinlich. Das sieht schon sehr gut aus. Wow! Krasses Ding! Meine Güte, das wird nicht einfach, aber ich darf nicht aufgeben, um Ogens Willen. Also es sieht schon ziemlich geil aus, ne? Das ist so, Ja, das dagegen ist ja schon mal nicht wahr. Okay, das hatten wir schon.
about this? Letting the hunt begin. Okay. Here goes nothing. Ice. Okay. Ice, ice, baby. Coming, if thou darest. Ich hab natürlich kein Eis. Feuer. Was haben wir noch nicht ausprobiert? Nee, das ist nicht. Oh, ich muss auch mal gegenheilen, ne? Das wäre vielleicht schon nicht verkehrt. Ich lasse sie gerade alle verrecken, weil ich die ganze Zeit darauf achte, einfach nur, wie gegen was denn noch schwach sein könnte. Und dabei macht das Federvieh mich hier noch fertig einfach. Das haben wir. Ne, das ist es auch nicht. Oh fuck, das wird heftig. So, das ist schon mal das geheilt. Anit schläft. Voll easy, weil ich doch schon so weit bin und so. Und dann... Oh, fuck, Alter. Der hat sich gerade selber verletzt. Anit pennt nur. Wow, 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 mein Freund. Ja, da sparst du dir mal. Ist ja gut. Wenn er wiederkommen würde. Du kannst wieder gucken. Heiltraube für dich. Ich muss den unbedingt. Es würde viel mehr lohnenswert wäre es. Aha. Oh, der kriegt gleich Dings hier. Drei Angriffe. Ah, ich kann nicht hingucken. Wow! Komm auf dein Leben klar! Use
Lichtkraut. Auf Hanit. Du machst ihn so. Und Hanit kann ja jetzt wieder gucken. Das heißt, die holt jetzt richtig zum Gegenschlag hier aus. Zehntausend immerhin. Oh, ist das heftig. Oh. Siebentausend. Ich würde jetzt Eishapfen machen. 2400. Boah, Alter. Komm, entscheid dich um. Immerhin. Das ist schon mal sehr gut. Du hast das zwar nicht, aber du kannst gegenheilen. Hanit kann schon wieder nicht gucken, ne? Ich kann kotzen. So. Du hast Doppelschlag drauf. Du kannst... mal gegenheilen. Kostet mich aber mehr als ich brauche. Komm, Scheiß auf. Ach, Thomas. Komm, dann machst du noch so einen Donnerstein. 10.800. Vergiftung ist wieder da, Schlaf ist wieder da. Das muss ich jetzt probieren. Also das heilt nur, okay. Oh, hey, du bist so ein Dreckschlupper. Hanit pennt. Here we go. Reiniger Staub. Hanit muss aufwachen. Try this. Wie sind die denn aber immer noch blind? Jetzt ist der auch noch blind. Aber dafür kann Hanit jetzt gucken. Aber die ist fertig mit der Welt.
using this. No. Victory shall be mine. Use this. Bring it on. That'll do her. The battle I play is unbending. Alter Verwalter, macht das mich wahnsinnig, das Ding. Coming, if thou darest. Kann jemand vielleicht mal... Nee, jetzt ist er nur halt verwirrt. Ich werde es bereuen, aber okay. Das Ding ist so heftig. Schon mal im gelben Bereich, okay. Vier. Zwei. Eins. Was? Die Wolke zerrt an meinem Lebensblut? Was ist los? So, die machen jetzt beide wenigstens nochmal so richtig fett Attacke hier. Okay. Alter, deine Angriffe bringen gar nichts. 8000. Ich schaff das nicht. Jetzt ist der weg. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Aber das machen wir dann gleich, wenn ich den runtergeklöppelt habe. 3. Weil sie ja davor noch dran ist. Vor ihm. Kriegt sie jetzt die 4. Klöppelt ihn jetzt aber auf 3 auch wieder runter. Du machst mal Händlerfähigkeiten. Ich meine, das sind immerhin 8000, die ihr nochmal verliert. Nee, muss ich gar nicht. Ich brauche nur erste Hilfe für sie. Coming, if thou darest. Energieapfel für ihn, weil du nochmal richtig Schaden machst.
out of my way. Du machst den. Ah, Diamond Dragon war wieder erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Und dann hat er nicht genug. Ach, leck mich doch. Überleben wir es? Das ist aber nicht so schlimm. Du kannst beleben. Und dann kannst du gleich mal durchheilen. Ey, der Kampf ist so spannend. Das ist so krass einfach. Mein Freund. Entspann dich. Okay, entspann dich, mein Freund. Er kann 6 Runden nicht sehen, ne? Nee, nicht fangen. Okay, das war jetzt eher mies. Objekt. Lichtkraut auf dich. Dann siehst du wenigstens was. Also 4. Und da ist aber. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Erfrischt nur mal. Oh. Ja. So. Oh, das war hart. Tut mir leid, Kumpel. Ja, der hätte uns beinahe fertig gemacht. Und da sagst du, tut mir leid, Kumpel. Aber deine Schwungfeder muss ein Menschenleben retten. In Ordnung, Ogen. Ob es dir gefällt oder nicht, ich bin auf dem Weg. Zum Glück gehen sie den Weg immer alleine nach Hause. Jetzt müssen wir uns nur eine halbe Stunde Dialog angucken. Ich bin wieder da, alter Mann. Kannst du bitte leiser sein? Mein Schädel fühlt sich an, als wäre er in 2 Teile gespalten. Sorry about that. Hoppla, tut mir leid. Jetzt muss ich aber wieder an die Arbeit. Er ist kurz vorm Sterben. You what? Glaubst du wirklich, dass du mich behandeln kannst? Lächerlich, du. Das könntest du niemals. Vor vielen Jahren hat mir ein Mann das Leben gerettet. Ein Mann, der dir recht ähnlich war, wenn ich so darüber nachdenke. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Listen here, Ogen. Hör zu, Ogen. Oh mein Gott. I may call you an old man, but it's too soon for you to go.
Ich weiß es, ich weiß es. People are suffering out there, dying. There are plenty of lives you can still save. Maybe you're right. I once met a man who said the kinds of things you say. Hm? Vielleicht doch nicht? He was an apothecary too. In my darkest hour, it was his words that stayed my hand. Despite having no hope, nothing to live for, he convinced me to press on. Who was he? What the heck could he have said to a mess like you? Ah, okay. Look at your hands. Ich hätte gedacht, dass der Apotheker, also jetzt zu meiner Theorie, ich hätte gedacht, dass Ogun der Apotheker ist, der Alfin damals das Leben gerettet hat. Okay, aber anscheinend doch nicht. Just two. And yet they have the power to save innumerable lives. Live, Ogun. If not for yourself, for those who still need you. All around you, people are suffering, dying. There are plenty of lives you might yet save, if you have it in you to save them. Why are you helping me? What's that? When someone's in a bind, you help them out. Simple as that, wouldn't you say? Huh. Those were his words to me. It's the damnedest thing, but somehow you remind me of him. Gadzooks. Those words. I heard them too, when I was just a boy. You what? There's no doubt about it. That's the man who saved my life. Kriegen wir auch noch irgendwann den Namen von dem Apotheker? Thanks, mister. But why'd you save me? We ain't got no money, you know. Listen, son, and listen well. I saw someone in a bind, and I helped him out. Simple as that. Shucks. I hope I can do that too someday. I've never seen anyone like him before. His words, the miraculous potions he made. He didn't just save my life. He gave me a whole new sense of purpose. And so I became an apothecary. Das Schicksal geht wahrlich seltsame Wege. Maybe you can help me. Ogun, erzähl mir mehr über ihn. Ich kenne nicht mal seinen Namen. Graham Cosford. Er ist 10 Jahre her, dass ich ihn traf. Er zog durch das Reich, genau wie ich. Er sagte, er suche ein Heilmittel für seine Frau, die an einer angeblich unheilbaren Krankheit litt. Nie zuvor hatte ich solche Fähigkeiten bei der Herstellung von Elixieren und Salben erlebt. Er reiste von Stadt zu Stadt, heilte überall Kranke und Verletzte. In nur 2 kurzen Jahren gelang es ihm außerdem, das Elixier zu entwickeln, das er brauchte. Doch es war schon zu spät. Seine große Liebe war für alle Ewigkeit von ihm gegangen.
Einmal erzählte er mir von einem aufgeweckten Jungen, dem er die Medizin schließlich verabreichte. Dieser Junge warst du, nicht wahr? Wohin er ging, nachdem er mein Leben gerettet hatte, weiß niemand. Es gibt Gerüchte, nach denen er seine Liebsten schon bald folgte. Oh. Tatsächlich. Auf jeden Fall ergibt jetzt alles einen Sinn. Graham hat sich seine Patienten nicht ausgesucht. Er hat jedem geholfen, den er helfen konnte, genau wie du. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben uns respektiert. Zumindest sehe ich das gerne so. Und wenn ich darüber nachdenke, empfand ich bei meinem Gespräch mit dir von Anfang an eine seltsame Vertrautheit. Deine Unschuld, Naivität, wie auch immer du das nennen möchtest, ist wie ein Spiegelbild dieses Mannes. Du trägst deinen Geist in dir, wie es besser kaum möglich ist. Auch wenn du einen sentimentalen... Auch wenn du eine sentimentale Pappnase bist. Oh. Wie du meinst. Oh, voll schön. Thanks for everything. Was, ist Owen jetzt gestorben? Ach nee, okay. Er hat Dings für den Typen da. Ogun, you sure you're okay? Hi. Thanks to you, I'll live to see another day. For a couple nights there, I didn't think I'd make it. But it seems your brew won out in the end. Ein Danke würde es auch tun. You'll forgive me if I don't say thank you. This wasn't the fate I asked for, after all. Don't mention it. That grave. Did you make that? Just my way of paying tribute. Only wish I could have met him once more. Oh well, eh? Knowing him, I think he would have felt the same about you. Well, guess I'll be off then. After all, there's still folks out there who need my help. Ich frage mich aber immer noch, wovon er lebt. What about you, old man? What about me, indeed? Guess I'll keep on living, at least for now. And atone for my sins as best I can. I imagine there's still people out there who need me as well. First Graham, now you. You helped me remember what it means to be an apothecary. Ah, shucks. Guess that means I was right about something after all. Be safe here. I reckon you won't get lost in your travels after this. And me neither, mind you. Mm-hmm. If you say so. Es war eine Zeit, als die Medizin noch in den Kinderschuhen steckte. Im Krieg und bei grassierenden Krankheiten brauchten die Leidenden Salben, Tonika und Elixiere, hergestellt von Männern und Frauen, die den Menschen mit großer Weisheit und Mitgefühl dienten. Sie wurden Apotheker genannt. Ah, jetzt bin ich aber auf das Bild gespannt von Alfin. Oh. Voll schön. Ach, sind wir wieder in seinem Anfangsdorf? Ach, lol. Sind wir in dem Anfangsdorf? Den gehen wir erstmal pennen. Den
gehen wir jetzt erstmal eine Runde knacken. Ach ja. Ich brauche noch irgendwie... Verdammt nochmal. Wo ist denn hier ein Speicherpunkt? Danke. Oh mein Gott, voll schön. Das Bild fand ich auch sehr schön. Hätte das gedacht. Wo sind wir denn jetzt hier? Da oben. Okay, dann würde ich sagen, wir machen, wenn wir das nächste Mal Octopath Traveler streamen, spielen, hier bei Ulrich weiter. Ne? Dann überspringen wir vielleicht Hanit. Oder gehen dann hoch zu Ophelia und ich glaube, dann gehen wir hier so rückwärts. Dann zu ihr und dann... Wo muss ich denn da hin? Dauerfeste. Ach du Gott, wie komme ich denn da am besten hin? Am besten von hier, oder? Quellborn und dann hier so... Könnt hinkommen, ne? So. Ja, ich muss sagen, war schon eine schöne Sache. Wir können ja schon mal nach Heiligenbrück reisen. Was war denn da los? Achso. Stimmt, das war das komische Anfangstor von unserem Freund hier. Von Ulrich, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Aber ist auch wurscht. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Jetzt ist der Stream aber wirklich vorbei. Ich habe schon fast eine Stunde überzogen. Ich hoffe aber dennoch, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht morgen bei Dead by Daylight. Obwohl, ich sage erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.